Hallihallöchen Lordings und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Runde Let's Play Good Game Empire. Ich mache mir mal ganz schnell Musik an, das dauert nicht lange. So. Und ich muss noch meine Nachricht durchgehen. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Ich habe gefragt, ob ich im Star-Stream bin. Oh, den darf ich gar nicht zeigen. So. Und zwar, dies hier ist eine kleine Wuselfolge, denn ihr wisst ja langsam, dass mir langsam sicher der Content ausgeht, aber mir wurden so ein paar Sachen, ich nenne es mal, gesagt, und da ich hier gerade so das erste Mal am Tag in mein Spiel reinschaue, gucke ich einfach mal so ein bisschen, was ich machen kann. Ich gehe jetzt mal kurz auf Inter 1. Während sich das Spiel von Inter 1 im Hintergrund hochfährt jetzt. Wie ihr wisst, habe ich ja überlegt, auf Inter 1 aufzuhören, aber ich muss ganz ehrlich sagen, langsam sicher macht mir das Spielen hier auch wieder Spaß. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse das. Ich habe sowieso nicht mehr so viel Zeit, um mich jeden Tag drum zu kümmern, deswegen wäre es langweilig geworden. Das heißt, wenn ich da mal was mache, ja, dann ist es so. So, irgendwie buggt bei mir das Spiel gerade total rum, aber es macht erstmal nichts. So, wir nehmen erstmal die Rohstoffkarren entgegen. Dann seht ihr schon, das ist meine Hauptburg. Ich bin Level 50, bin ich aufgestiegen, warum kann ich nicht helfen? Ah, Empire buggt schon wieder. Ist ja erstmal nichts Neues. So, hier nehme ich erstmal nichts von. So. Und erstmal gehe ich auf die Weltkarte. Ihr seht schon, Alex hat einen Achter, zwei Achter, drei Achter Nahrungs-APs hat Alex. Ja, wenn die da schon so auf der Wiese standen, ich hatte doch hier unten, der hier war das. Der war nicht so, oh, der war vielleicht höchstens so ausgebaut und hat gebrannt. Da habe ich gesagt, weißt du was, den, du krallst dir jetzt einfach mal einen besseren, du hast da was Besseres verdient und dann passt das schon. Ne? Weil, ich meine, wenn er frei rumsteht. Wenn jemand nach der Nahrungs-AP nicht schätzt, ich tu's. Also, so ist nicht. So. Ich zeig gleich noch was anderes. Ist zwar jetzt wieder nur so eine Baufolge, wo ich nicht wirklich was zeigen kann, weil es ist ja auch gerade im Moment. Sind die Nomaden da? Es müssten die Nomaden da sein. Ich baue jetzt hier noch schnell, bis meine Resis hier alle sind. Wahrscheinlich gleich Holz. Holz sind ja, ist alle perfekt. Gut. So. Das ist jetzt mein AP Neuschwanstein, ein Achter mit einer Nahrungsposition von 363. Dann meinen allerersten Außenposten, den ich jemals hatte. Ich habe auch keine Quests. Dieses Spiel ist so verbuggt, Freunde. Ihr werdet euch jetzt fragen. Du hast hier sechs Nahrungsdinger weggerissen. Ja, habe ich. Dafür habe ich hier mehr Platz gemacht. Habe mir jetzt hier erstmal ein Seewing gestellt, damit wir hier halbwegs on 200 irgendwas Steinproduktion haben. Ich habe hier eine Mühle reingeklatscht auf Stufe 3 und damit jetzt hier schon 1770 Nahrungsproduktion. Dann kommen wir schon zu AP Braunfels. Der ist jetzt soweit fertig. Da stelle ich jetzt in den nächsten noch einen Park rein. Dann ist der hier wieder fertig. Und kann, wenn ich dann irgendwann mal so vernünftige Soldaten habe, weil ich bin auch in Barrymore und alles natürlich gefallen, besiedelt werden. Gut. Im Eis. Dam, 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 dam. So sieht's aus. Ich habe eine Grundproduktion, eine Bäckerei. Und bin jetzt dann so weit, dass ich, wenn ich meine Quests einsehen könnte, meine Quests machen kann. In der Zeit, wo ich das gerade nicht kann, baue ich noch meine Holzfäller ein bisschen hoch, damit die ordentlich produzieren. Und dann lade ich das Spiel gleich hier nochmal. Also, wenn ihr Resis übrig habt, ich kann sie überall gebrauchen. So, ich lade das Spiel hier mal kurz neu und dann switchen wir erstmal. Obertum, was ist denn hier los? Ist das Empire hier zweimal auf? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich hatte es gerade wirklich zweimal auf. Ich hoffe, er hat das jetzt alles soweit, was ich gesagt habe, übernommen.
Wehe, wenn nicht. Hat er gemacht. So, und dann haben wir auch Quests. Wir sollen jetzt hier Türme besiegen und Wohnhäuser sollen wir hinklatschen. Die mache ich aber erst ganz zum Schluss. Kühlereien, Trockenlage und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal die 6 weggerissen, damit wir Platz haben. Manche werden jetzt sagen, du hast einen 8er und hast hier nur 12 Stück zu stehen. Leute, wenn ich irgendwann mal den AP so weit voll ausgebaut habe, bei der vollen Ausbaugröße und habe hier diese Dinger alle auf 10, fasse nämlich daran in aller Sinnrunde nochmal 10, Quatsch, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hier nochmal 6 Farmhäuschen hinzuklatschen und hochzuziehen, da hindert mich doch gar nichts dran. So. Das war es soweit hier weit. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mal meine Feldherren zeigen könnte. In der letzten Folge. Und ich dachte mir so, das kannst du eigentlich mal machen. Wir sind ja in keinem Krieg und so. Deswegen zeige ich euch jetzt hier so meinen ersten Feldherr. Das ist ein 50-50 Feldherr. Damit habe ich 48,9 Fernkampf und 46,8 Nahkampf. Minus 44 Mauer, 35 Graben minus und plus 32 Reisegeschwindigkeit und 27 später mehr Deck und 20 Ruhmpunkte und Kampfkraft um 41. Das ist mein erster Wert, der besteht komplett aus dem Zeug vom Frühlingsfest. Dann der zweite, der hat 50 Fernis. Ne? Muss ich nicht weiter was zu sagen. Die dritten, vierten, fünften, das sind alles, ne? Mal reingesetzte Sachen. Halt. Dann den Karstreich habe ich hier natürlich. Und der Dornkönig ist da. Man könnte reingehen. Ich könnte reingehen. Aber ich habe den Thron des Nekromanten schon. Und die Ausrüstung ist es mir bisher hier noch nicht wert. Das sage ich euch so, wie es ist. So, kann ich jetzt mittlerweile meiner Ali helfen? Ja, kann ich. So, dann die Vogte. Hier sieht es grausam aus. 40 nah, 20 fern. Nah, 19 fern. Und im Eis will ich gar nicht von reden. 26, 20. Hier ist eigentlich so gut wie gar nichts drin. Ne? So. Und dann das Ganze nochmal auf Deutsch 1. Ihr seht, ich habe mir noch für 2 Tage Nahrung. Alles ist gut. Werde ich nachher gleich mal farmen gehen. Halt, das muss ich hier auch noch machen. Ja, Alex muss farmen. Wir haben hier einen toten Spieler. Von daher gehe ich da einfach mal drauf und erfahre mir, was ich halt so brauche. Ne, so ist der Sinn und Zweck des Spiels ja. Eigentlich. Weil es ist ja schließlich kein Farmerama, wo ich sagen kann, hier, ich habe Kartoffel auf Stufe 2. Ne, ich habe sie erst auf 3. Ne? Also. So. Dann. Fangen wir mit den Feldern an. Der hier besteht zum größten Teil aus dem Zeug vom Frühlingsfest. Alles relativ wenig gepimpt eigentlich. Ist der Technikus gerade da? Sehe ich jetzt nicht. Das ist ein 70. So. Wir haben 53% 30 Stunden am Rückfeld. Das ist sozusagen mein Eventfeld her, weil der kommt wirklich saumäßig fix zurück. Da hat er 26 eigene Fernkampfkampfkraft und minus 14 nah. Wir haben jetzt hier dann eine von 96,4 fern, Maximum ist aber 90. So. Und 60 minus 40 macht irgendwas mit 40 nah. Das ist mein Feldherr. Dann nutzen hier so ein paar Überwindungen. Nichts Besonderes eigentlich. Der hier ebenso, das ist ein 79er nah, fern. Und 33 nah. Und dann wirklich was haben tut er auch nicht. Dann 45er habe ich, besteht auch ein bisschen aus dem Feld her. Und habe ein bisschen mehr Gebäudebeschädigung. Dann das hier. 51 fern, 42 nah. 109 Ausrüstung, 31 nah. 37 nah, 50 Brand. 41 nah, 47 Rohstoffe. Was man halt so hat. Habe ich, gibt's irgendwelche? Ja, müsste es eigentlich geben, ne? Müsste es doch geben.
Dann erhöhen wir die Reisegeschwindigkeit am Rückweg hier nochmal um 100%. Und dann ist auch gut. Dann mein Vogt. Der erste ist ein Samo-Vogt. Das ist ein 98,1 Ferni und ein 80 Nah. Die hat noch ausgeplusst. Plus 76 Mauer, 42 Gramm, 35,6 frühere Angriffswarnung, 21,8 Tor, 20 Kampfkraft, alle Einheiten im Innenhof. Edelstände also noch nicht drin, weil ich mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Der zweite, das ist relativ wenig, weil für die APs lege ich da nicht wirklich Wert drauf, weil ich der Meinung bin, im Krieg werden die APs bei mir nicht gedefft, sondern da steht meine Off drin, dann packe ich da meistens ein Brandfeld herein und dann ist gut. Im Eis sieht es eigentlich ähnlich aus. Sturminsel und hier so ein bisschen was, ne? Dass man halt so ein bisschen guckt. Das sind so meine Feldherren. Dann wollte ich euch mal... Ja, die normalen sind noch da übrigens. Meinen Sand zeigen, wie weit ich da bin. Ich werde hier immer regelmäßig schön mit Rohstoffen versorgt. Dasselbe gilt auch für Deutsch 1. Kann ich auch immer im Sand Rohstoffe bauen. Das Eis ist fertig, da brauche ich keine. Und ich muss euch leider sagen, ich bin ein bisschen dämlich. Denn, ich zeige euch das gleich. Und zwar, ich muss im Moment Königsgarde Schützen rekrutieren, weil ich die Imperialen verloren habe. Durch Barrymore-Titel. Deswegen warte ich jetzt auch, dass ich im Moment Barrymore kommt, damit ich halt basteln kann. So. Hier muss ich auch langsam mal farmen. Auch hier habe ich meine Farmbogen. Dann nehme ich dann übrigens gleich den mit Rohstoffen. Dann mache ich einfach alle vier Wellen einmal voll. Setze in die ersten paar noch ein paar Leitern rein, weil der hat nämlich Miliz in seiner Burg. Und die... Es ist doch bald ein bisschen schwach, denke ich. Wenn man einen Allilosen angreift, der fast zu 100% brennt und da immer noch 40 verliert, weil der seine Miliz und die Mauern das alles oben hat. Also ich sag mal, ich verliere da im Schnitt 14, wenn ich den abfarme. Ja, abfarmen, was anderes kann man es nicht nennen. Es hört sich jetzt brutal an, aber es ist einfach so. Man braucht diese Rohstoffe. Mache ich hier wie bei den Türmen. Einmal mal auf den blauen Dunst. Ja, auf dem blauen Dunst ist vielleicht auch wieder was anderes. Und das hier ist halt die Donnerstagsfolge. Sozusagen. So. Den farme ich jetzt ab nach Nahrung. Türme bin ich weiterhin am Kloppen. Kann ich gerade nicht, weil ich alle meine Soldaten weggeschickt habe. Im Sand gucke ich gleich mal. Habe ich mir hier einen Wüstenturm markiert. Fuck, hier sind über Nacht neue RSDs geploppt. Ich habe nämlich so ein schönes großes Feldchen, das knapp 200 von mir weg ist, wo noch jede Menge RSDs ploppen können. Das wollte ich kurz schauen. Dann kann ich auch mal kurz zeigen, wie ich meinen Wüstenturm klöpfere. Übrigens, hier bin ich dann auch im Dornkönig drin. Ich bin heute Morgen nur auch noch mal kurz reingesprungen. Ich räume den am besten gleich mal um. Feldküchen hier hin. Dann einmal kurz. Hier einmal alles nehmen, während wir einen schönen Titel hören. Also ich sage einmal, wer das Lager hier, ne, noch ausbaut, der ist dämlich. Weil ihr habt hier genügend Zelte. Und wenn ihr euch alles voller Deko klatschen tut, irgendwann mal. Noch zu voll jetzt. Scheiß auf Deko. Ich lager den Mist einfach mal ein. Wie gesagt, hier bin ich im Dornkönig, weil ich hier den Thron des Nekromanten und die Rüstung noch brauche. Auf Inder 1 habe ich mir das, glaube ich, alles mal geholt, was ich gebraucht habe. Ja, ich glaube, ich habe mir das damals alles geholt gehabt. Bloß die Eventkarte wollte ich damals nochmal 200% wählen, weil das geht ja dabei nur um Kelchpunkte. Hier geht es aber auch um Macht und um Rüstung. Und bei Rüstung, wisst ihr, verstehe ich keinen Spaß. Das wisst ihr alle ganz genau. Ist ja auch wichtig. Meine Liederin tritt mir ja auch schon seit Monaten Arsch. Ich soll endlich mal gescheit Vogte und Feldherren ranholen. Und sie hat ja auch recht. Es ist ja wichtig. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt hier alles ideal. Ich zeig das mal. Nanu.
So ideal. Komplett ausfüllen mit Standarten. Seht ihr das? Die passen hier perfekt hin. Dann nehmt ihr die einfach, stellt euch die hier so in eure Burg, klatscht euch das alles voll und dann habt ihr auch eine Kampfmoral von 180, 190, 200. So. Haben wir mal kurz aufgeräumt, während die Spio durch ist. So, und 4 Mann stehen drin. Nah, fern, okay. Angreifen. Ihr seht schon hier, Königsgarde, Imperiale. Ich kann es ja mal zeigen. Das sind die Imperialen, 124, 17, 26. Die Königsgarde sind 121, 14, 23. Also nur minimal bessere Werte, die Imperialen. Aber halt bessere. So, ich laufe über 3 Flanken. Dann hier 8 Leitern. Ich laufe eigentlich nur mit Leitern und Rahmen. Außer bei den Türmen. Also nicht bei den Türmen, Quatsch, bei den Festungen. Oh. Dann kriegen wir auch unsere Minuten voll, 16 Minuten, dann passt das, dann habe ich eine Folge. Ja, ihr seht, ich rangel mich, oder ich ramsche nach Folgen, nach Content. Und wir haben auch noch ein bisschen was vor für diese Folge. Und zwar hat mir da jemand Screens von seiner Burg geschickt und gefragt, ob ich mir die mal anschauen möchte. Und da habe ich mir gedacht, das tue ich doch mal in der Folge. Live. Weil so kann er was lernen, weil er sich auf YouTube nicht nur meine Meinung anschaut, sondern auch die von anderen einholen kann. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt hier so wie Sicario ein erfahrener Empire spielt, sondern ihr habt Tipps, wie ihr es besser machen könntet, gerne. So, dazu gehe ich kurz in mein E-Mail-Postfach. Dann müsste ich das Ganze irgendwo im Archiv drin haben. Da ist es doch. So. Zieh ich die erstmal dahin. So. In der Hoffnung, dass ich das nicht bereue. So. Das ist eine Burg. Was haben wir denn da Schönes? Mach mal ein bisschen größer. So. Wir haben hier einen Bergfried. Wir haben eine Mühle. Wir haben die Bäckerei, wie ich sehe, ziemlich klein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kornspeicher. Ich meine, klar, ich sag das mit der Faustregel so, es ist keine Pflicht. Ne? Jeder muss es wissen. Eine Feuerwache. Das sieht mir nach einem Wachhaus aus, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, das kannst du abreißen. Weil eins bringt dir gar nichts, eigentlich bringen dir Wachhäuser auch nichts. Ich behalte sie auch nur, wenn man Lieder mit dem Kopf abreißt. Dann 3 Wirtshäuser, Marktplätze, Sägewerk, Königsblatt, in meinen Augen das Unnützeste, da würde ich mir lieber einen Vogelschlag reinsetzen, aber gut. Gut. So. Und dann hat er hier noch einen Account reingesetzt, den er auf dem australischen Server oder sowas hat, oder auf dem englischen, oder auf, keine Ahnung, wo er den hat. Er hat wohl auf verschiedenen, ja. Ist er wohl nur noch zum Kolos bauen, Humusdenkmal, Festplätze, ansonsten hier wahrscheinlich das identische Aufbau. So, ja. Halt so aufgebaut, dass nicht ein Pixel verschwendet wird. Wenn ich das so sehe. Nee, ist nicht mein Aufbauplan, aber ähnlich. Ja. So. Dann gehen wir erstmal zurück zum großen Imperium. Und ja. Hier hat sich nicht groß was verändert bei mir, außer dass ich hier die Grundproduktion euch zeigen kann von meinen Kornspeichern. Weil ich die erhöht habe. Und ich habe mein 1700 Mann hier drin und kann mich noch für 2 Tage halten. Ja. Sonst noch irgendwas? Ja, ich glaube vor ein paar Tagen. Hier. Heute Morgen sind bei mir die Angreifer geflüchtet. Ich meine, ich habe 3 APs und in dem hier stehen natürlich Dev und was drin, weißt du? Und den sucht er sich aus. Aber gut, das muss man immer selber wissen.
Ich lasse hier mal ganz kurz die Schrottsoldaten in meinen Augen. Und hier mache ich immer eine gerade Zahl, weil ich weiß, ich kann sie eh nicht heilen. So, und das war es dann soweit von meiner Folge. Hier ist der Wüstenturm. Naja, man guckt immer so ein bisschen drauf, ne? Aber ich denke, das ist so normal. 20 ist okay. Ihr bekommt Rubine, schön, Münzen, ein bisschen Öl. Also wie gesagt, wenn ihr selber aktiv spielt, könnt ihr gut und gerne binnen eines Wochenendes 2.000 bis 3.000 Rubine machen. Ja, ohne Probleme. So, ihr seht schon, ich bin hier am Königsgarde rekrutieren, weil die Fremden mich wieder einiges an Soldaten gekostet haben. Aber dafür musste ich mal wieder meine Machtpunkte in das alles aufstocken, weil, ne, Leute, die in der Größe und alle wissen, verstehen, was ich meine. Alle anderen werden es vielleicht nicht verstehen, die nicht in der Größe und alle spielen. Man muss auch immer so nach außen blicken, weil ich meine, wir, die Paladine, hier bin ich jetzt. Und das sind die Paladine. Und wenn ihr mal guckt, unsere Main, die spielt jetzt so in den Top 30 mit 22 Millionen und wir haben 8 Millionen, also Wahnsinn. Gut, Leute, nochmal kurz zum Synchronisieren und dann würde ich sagen, erstmal nächsten Mittwoch wird wahrscheinlich keine Folge kommen, sag ich gleich, weil ich hatte für diesen Mittwoch, der jetzt kommt, in der Woche Beginn vom 5.9. bis zum irgendwas, schon zu tun, für euch Content zu produzieren für diese Woche halt, und für nächste wird es halt richtig schwer. Ihr müsstet mir unter der diesen Folge, die relativ aktuell ist, ich wurde ja auch gewünscht, dass ich nicht so sehr in Vorproduktion gehen soll, was ich durchaus sagen kann, das geht nicht, weil ich habe jetzt auch wieder Schule und ich will nur am Wochenende aufnehmen und eigentlich nehme ich selten so wie jetzt unter der Woche nochmal auf. Deswegen, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt, wo ihr mir mit Content geben könnt, dann tut das, dann seid nicht schüchtern. Und wenn ihr das nicht unter dem Video wollt, dann macht das per PN. Die kann nur ich lesen. Hier im Spiel, also sprich auf Inter 1, wenn es geht. Oder halt auf YouTube, wie auch immer. Ja? Also ihr findet da schon Möglichkeiten, an mich ranzukommen. Aber so könnt ihr mir Content geben und ich rasse euch den Kopf auf. Ganz sicher, ich gebe euch gerne Tipps. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich eure Burg nicht zeige, dann tue ich das auch nicht. Gut, Leute. Das war's für diese Folge. Eine schön lockere 25-Minuten-Folge ist es dann doch noch geworden. Und bis jetzt das nächste Mal. Haut rein.